2 läuft. Ton? Läuft. Und bitte? Willkommen in Neuwied beim Magazin Next. Heute sind wir wieder hier in der Stadt Neuwied und haben zu Gast den Oberbürgermeister von Neuwied, Jan Einisch. Herzlich willkommen hier. Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns ein kleines Interview zu geben. Und ich würde Sie gerne am Anfang fragen, Sie haben ein großes Highlight in diesem Jahr, den Kultursommer 2018. Was erwartet die Leute an diesem Wochenende, vor allem wenn er startet? Ja, wir freuen uns, dass der Kultursommer des Landes Rheinland-Pfalz in diesem Jahr in Neuwied eröffnet wird. Thema ist unter anderem auch Raiffeisen, deswegen sind wir da auch mit dem Boot. Friedrich Wilhelm Raiffeisen war Bürgermeister von Heddesdorf, ein Stadtteil von Neuwied, und da ehrt es uns besonders, dass wir das in diesem Jahr hier eröffnen können. Es sind viele Dinge, die da auch geplant sind, eins der Highlights, und es geht im Wesentlichen auch an dem gesamten Wochenende um das Thema, was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele, ein Leitspruch von Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Es ist geplant, ein großes Gebäude zum Beispiel zu errichten aus Pappe. Da brauchen wir 250 und noch mehr Mithelfer. Da müssen die Pappkartons geklebt werden und am Ende auch aufgestellt werden zum Gebäude. Ist noch nicht ganz klar, welches Gebäude, aber es wird mit Sicherheit eine Größe oder Höhe von 20 bis 30 Metern haben. Das ist eins der Highlights, der Eyecatcher, die wir in der Innenstadt haben. Es wird ein Straßentheater geben in der Innenstadt mit viel Programm und darüber hinaus. Ja, das klingt sehr interessant. Ich fordere alle Leute auf, kommt nach Neuwied. Wird sicherlich sehr interessant und viel Angebot. Alle herzlich eingeladen. Herr Oberbürgermeister Einisch, bei der Wahl 2017 wurden Sie mit fast 60% gewählt. Ein tolles Ergebnis. Was waren bisher Ihre ersten Schritte? Sie sind ja nicht ganz unvertraut in der Stadtverwaltung, aber in Ihrem Amt, was waren die ersten Dinge, die Sie angegangen sind? Ja, wir haben einige Aufgaben vor der Brust. Das ist zum Beispiel das Thema Innenstadtentwicklung. Wir haben da in der jüngsten Vergangenheit auch leider den Missstand, dass wir einige Leerstände in der Innenstadt haben. Das treibt die Menschen, das treibt uns auch als Verwaltung extrem um. Und da sind wir im Moment dran und werden auch im nächsten Monat eine größere Veranstaltung zu initiieren, um einfach mehr Leben wieder in die Stadt zu bringen, um gemeinsam mit den Menschen vor Ort auch zu gucken, wo sind die Probleme, wie können wir da auch kurzfristig Lösungen herbeischaffen, um auch ein Stück weit die Innenstadt wieder besser zu beleben. Darüber hinaus ist ein Thema, dass ich gerne mehr Kommunikation in die Bevölkerung bringen möchte, mit der Verwaltung, mit den Bürgern. Wir werden in nicht allzu langer Zeit auch Bürgersprechstunden in den Stadtteilen einrichten, um auch da eine größere Vernetzung zwischen der Innenstadt und auch großen Stadtteilen herbeiführen zu können, um da mehr Kommunikation auch zu ermöglichen. Denn auch das ist mir ein persönliches Anliegen, dass wir da mit den Bürgerinnen und Bürgern einfach mehr ins Gespräch kommen. Wo drückt der Schuh? Wie können wir als Verwaltung da unterstützend tätig werden? Und das ist eines der Themen. Darüber hinaus ist es so, dass wir auch verschiedene größere Projekte schon angestoßen haben, dass die Beleuchtung hier in der Innenstadt nochmal erneuert wird, dass wir die ein oder anderen Bauprojekte auch jetzt angestoßen haben, die jetzt auch hoffentlich bald Früchte tragen, damit es einfach auch weitergeht aus städtebaulicher Sicht, aber eben auch, was die gesamte Entwicklung der Stadt Neuwied angeht. Ihr verstorbener Vorgänger Niklaus Roth war ein sehr bekannter und beliebter Oberbürgermeister, seit 2000 an der Spitze dieser Stadt. Ist es schwierig, in seine Fußstapfen zu treten, oder gibt es Dinge, wo Sie sagen, obwohl er von der SPD war, das würde ich auch übernehmen und da ist er für mich auch ein Vorbild? Grundsätzlich ist Niklaus Roth natürlich auch ein Stück weit Vorbild, weil er einfach die Geschicke der Stadt auch viele Jahre gelenkt hat. Seine Fußspuren werden mir nicht passen, seine Fußstapfen. Ich werde da sicherlich meine eigenen Fußspuren auch betreten müssen
Und das will ich auch. Es wird sicherlich auch den einen oder anderen Weg geben, der davon abweicht oder von dem bisherigen. Und das wird man mit Sicherheit aber dann irgendwann auch spüren können. Das heißt aber nicht, dass es nicht viele Dinge gab, die wir auch in seinem Sinne weiterführen. Er war ein Verfechter der Toleranz in dieser Stadt, auch der Religionsfreiheit, und das hat er immer wieder auch betont, und das möchte ich auch weitertragen im Sinne der Ökumene und auch vieler Religionen, die wir hier in Neuwied vereinen können. Das ist mir ein ganz besonderes Anliegen, und das will ich auch im Prinzip da weitertragen. Ja, ich würde gerne wissen noch, gibt es auch angedachte Kooperationen mit Andernacht, mit Koblenz und der Stadt Neuwied? Ja, gibt es. Wir haben in der letzten Woche erst einen Förderbescheid im Rahmen Starke Kommunen, Starkes Land erhalten. Und das ist ein Gemeinschaftswerk oder ein Gemeinschaftsprodukt von 11 Anrainerkommunen am Rhein, nördlich von Koblenz. Da gehört Andernach dazu, da gehört Bad Breisig dazu, da gehört auch Remagen, sind sich aber auch diese Rheinseite hier mit Unkel, Linz, Bad Hönningen, Wendorf und Fallen da dazu, da gehört die Verbandsgemeinde Weißenturm dazu. Da wird jetzt sehr intensiv gearbeitet und geschaut, welche Möglichkeiten haben wir in der Zusammenarbeit, touristisch, infrastrukturell. Und ich glaube, dass wir uns als Region in diesem Bereich auch nochmal ein Stück weit gemeinsam besser aufstellen können und auch Synergien heben können, um insgesamt im Wettbewerb, um zum Beispiel den Tourismus auch ein Stück weit nach vorne zu kommen. Ja. Was mir persönlich gut gefallen hat, dass Sie so im Sinne gesagt haben, geht nicht, gibt's nicht, wir müssen mutige Wege suchen, um Dinge zu bewegen. Wie sehen Sie, stellen Sie sich das praktisch vor? Denn gerade in Verwaltungsvorschriften gibt es ja oft viele Steine. Das ist richtig. Die Verwaltung hat natürlich immer sehr viele Restriktionen zu beachten. Aber natürlich gibt es auch ein Stück weit einen Bereich, der eben interpretierbar ist. Und diesen Bereich, den wollen wir schon voll ausnutzen. Einfach im Sinne unserer Bürger, im Sinne unserer Wirtschaft, auch da ein Stück weit nach vorne zu gehen. Mir ist wichtig, dass wir in die Verwaltung, aber auch aus der Verwaltung heraus sagen, wie es geht, dass wir Wege aufzeigen, welche Möglichkeiten die Bürgerinnen und Bürger haben, dass wir aufzeigen, welche Möglichkeiten auch die Wirtschaftsunternehmen in unserem Bereich haben. Das wäre mir wichtig, dass wir es schaffen, als Verwaltung uns so aufzustellen, den positiven Gedanken nach vorne zu tragen. Und auch das in der Bürgerschaft und auch in der Wirtschaft entsprechend voranzutreiben. Neuwied, noch eine Abschlussfrage, liegt über dem Landesdurchschnitt in dem Migrationshintergrund der Bürger. Was für Konzepte haben Sie da zur Integration der ausländischen Mitbürger hier in dieser Stadt? Wir haben zum Glück auch ein sehr ehrenamtliches Engagement in dem Bereich. Wir unterstützen das auch über die VHS und haben natürlich auch im Rahmen der Verwaltung da ein starkes Team, was die Integrationsarbeit innerhalb der Stadt angeht. Und ich bin froh, dass wir gerade über das ehrenamtliche Engagement auch da wirklich sehr großartig unterstützt werden. Und gemeinsam ist es so, dass wir viele Facetten in der Integrationsarbeit, da geht es ja im Wesentlichen zunächst einmal einfach auch um die entsprechenden Sprachkurse, aber darüber hinaus auch über die Integration im Jugendbereich und auch in den allgemeinen Dingen, wo es um Fortbildungen geht, da sind wir sehr aufgeschlossen, auch über unsere Volkshochschule, die da sehr aktiv und tätig ist, um gemeinsam, das ist hier nochmal ein besonderes Phänomen, dass wir das gemeinsam mit den Ehrenamtlichen und den Vereinen zusammen auch auf die Beine stellen, um uns genau dieser Arbeit auch zu widmen. Und das ist zumindest auch mein Eindruck, dass das wirklich fruchtbar ist und dass es auch von Erfolg gekrönt ist. Ja, dann sind wir schon am Ende. Ich bedanke mich herzlich für dieses Interview, wünsche Ihnen viel Kraft und Zuversicht in diesem nicht immer leichten Amt, aber sicherlich auch schönen Amt. Und alles Gute und bleiben Sie gesund. Vielen herzlichen Dank. Wir sind zu Ende heute und freuen uns, dass Sie zugeschaut haben. Bis zum nächsten Mal.
Schön. Machen wir mal ein Foto. Sehr schön. Erste oder schon öfters? So. Ja, ja, weil manche sind ja immer so im Stehen oder so, gerade mal so zwischen. Ja, der bei dem Wahlkampf hatte ich schon ein paar TV-Meinungen hier. Und so. Ja. Wir haben einen örtlichen Fernsehsender, einen offenen Kanal. Okay. Wir machen natürlich immer so ein bisschen dahinter her. Weil SWR3 war ich schon